Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen. Ich bin Babsi von Babsis Bastelwerkstatt und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Ich habe heute für euch eine coole Idee für eine besondere Kartenform und die könnt ihr in verschiedenen Varianten machen. Also ich zeige euch zwei Ideen heute und noch vielleicht ein bisschen mehr, mal gucken. Ich habe nämlich dazu noch einige Ideen mehr und dieses Video gehört auch ein bisschen zum Thema Teamgeist, denn wir haben als nächsten Teamgeist wieder das Thema besondere Kartenformen. Wenn das Video schon online ist von meinen Teammitgliedern, verlinke ich euch das mal hier oben unter dem weißen i. Falls nicht, kommt es in 2 Wochen, also schaut da gerne nochmal vorbei. Genau, und ich habe so ein bisschen gespielt und habe mir gedacht, was könnte man so als besondere Kartenform machen? Und da bin ich auf diese Idee gekommen und ich zeige euch jetzt einfach mal die verschiedenen Varianten. Ich fange jetzt einfach mal mit dieser Karte hier an. Also ihr seht schon, die Größen sind natürlich unterschiedlich, aber die Machart ist relativ ähnlich und ihr könnt dann entscheiden, was für euch besser passt, was euch besser gefällt. Oder was ihr gerade machen möchtet. Also verschlossen ist diese Karte einfach mit so einem Garn. Und diese Karte hat jetzt eben diese Form. Man kann jetzt hier diesen Tag zum Beispiel rausnehmen und beschriften. Man kann die dann aufklappen. Hat hier nochmal einen Tag, den man rausnehmen kann. Und natürlich noch beschriften kann. Man könnte auch einen Gutschein oder Geld unterbringen. Und hat dann hier innen auch nochmal eine Möglichkeit, viel Text unterzukriegen. Oder auch viel zu stempeln natürlich. Verschlossen ist das Ganze hier mit so einem ganz kleinen Nupsi. Hier noch ein paar Glitzersteine. Und auf der Rückseite hat man nochmal eine Tech-Tasche. Also man kann hier richtig viel beschriften und kann hier auch nochmal einen Text unterbringen. Fand ich eine ganz süße Idee so und ist einfach so ein bisschen beim Spielen mit dem Papier entstanden, dass man da hinten auch noch eine Tasche hat. Genau, verziert habe ich das jetzt hier mit diesem wunderschönen Sonnenhut-Set. Und das ist so die eine Idee. Ich lasse es jetzt mal offen. Und die nächste Idee ist, die Karte ein bisschen anders zu gestalten. Nochmal mit Sonnenhut. Hier vorne, ja, ist schon wieder ein bisschen Vintage angehaucht vielleicht. Könnte man sagen. Könnt ihr natürlich gestalten, wie es euch gefällt. Aber das ist gerade irgendwie so meins. Und dann stehen die Karten so über Nacht in meinem Kopf. Und dann, ja, muss ich diese umsetzen. Hier ist jetzt der Verschluss ein bisschen größer. Wir haben ja auch wieder den Sonnenhut. Im Hintergrund auch noch einige Stanzteile. Die sind auch ein bisschen geprägt. Hier dieser große Sonnenhut, sieht man das? Ganz leicht, genau. Und das ist jetzt so eine längliche Form. Als kleinen Tipp, falls ihr dazu ein Kuvert suchen würdet, diese Kuverte mit dieser Bestellung, mit schmale Umschläge, die würden das sehr gut passen. Also da könnte man die Karte sogar noch ein bisschen größer machen und hätte dann ein schönes Kuvert dafür. Die sind im Frühjahr-Sommer-Katalog. Genau, das wäre eine ganz coole Verpackung noch dazu. Manchmal braucht man da ja doch einen Umschlag. Aber man kann die Karte natürlich auch so lassen, muss sie nicht unbedingt in ein Kuvert packen, weil es ja eigentlich das Kuvert schon fast dabei ist. Und dann kann man die hier aufmachen, auch wieder verschlossen mit so einer Kordel, einfach mit so einem Leinfaden und hat dann einfach hier zum Aufklappen diese Karte. Theoretisch können wir auch hinten nochmal was draufkleben zum Beschriften. Ich habe es jetzt einfach nur bestempelt, fand ich auch ganz schön. Und ihr könntet das natürlich auch in dieser Form machen. Also hier die Blumen dann eher hochkant setzen, so rum. Dann wird es natürlich auch ganz cool ausschauen, finde ich. Wäre auch mal eine andere Kartenform-Idee. Also gefällt mir auch sehr gut. Und das quasi genauso aufgebaut. Und dann zeige ich euch noch die nächste Variante. Die machen wir heute zusammen und dann könnt ihr eben entscheiden. Ich zeige euch diesen Punkt, in dem sich das Ganze unterscheidet. Auch hier nochmal mit so einem Verschluss, genauso wie bei den anderen beiden. Habe ich jetzt hier die Ranunkeln benutzt. Die sind halt auch total schön, die passen da sehr gut dazu. Die sind so durchsichtige Glitzersteine. Und wieder genauso wie bei der anderen Karte auch, so kleine Tech-Taschen zum Rausziehen, aufmachen, nochmal eine Tech-Tasche und beste Wünsche in dem Fall. Und hinten nur für dich nochmal eine Ausziehtasche, zum Beispiel zum Geburtstag. Und auch die Grundkarte ist, weiß nicht, ob ihr das jetzt gesehen habt, überall noch ein bisschen bestempelt, macht sich halt auch ganz gut. Genau, wie das funktioniert, zeige ich euch jetzt im Video und ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Als erstes zeige ich euch mal das Material. Also ich habe einmal den Farbkarton in, ich nehme heute wieder Lodengrün, das finde ich eine ganz, ganz tolle Farbe, aber ich könnte mir auch Celadon sehr gut vorstellen.
und Seidenglanz. Das wären die Bestellnummern. Und an den Maßen, also ihr braucht eigentlich nur diese zwei Farben. Von den Maßen bräuchtet ihr einmal die Grundfarbe Lodengrün in dem Maß 27 x 18 cm. Und Seidenglanz habe ich drei Stücke. Einmal 10,5 x 8,5, einmal 8,5 x 8 und einmal 6,5 x 6 cm sowie Reste. Wenn ihr das noch mit anderen Farben dekorieren wollt, braucht ihr vielleicht noch ein bisschen Wildleder oder so, also so Stanzteile. Ich habe ja noch ein bisschen was. Kommt halt einfach darauf an, was ihr so farblich noch so ein bisschen kombinieren wollt. Ich hätte jetzt noch was da liegen, wenn wir noch was brauchen. Mal gucken. Und ein bisschen was vorbereitet habe ich auch schon. Ich habe meine Ranunkel jetzt mal gelb gemacht und habe die einfach mit Espresso aufgestempelt und einmal auskoloriert und ausgestanzt jetzt schon mal. Das andere stanzen auch gleich zusammen aus. Genau. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal mit der Grundkarte an, also mit dem Lodengrün. Und hier zeige ich euch auch gleich quasi den Unterschied. Ich habe jetzt einmal die lange Seite mit 27 cm und die falze ich mir jetzt einmal bei 9 cm. Hier anlegen bei 9 cm und bei 18 cm. Hier einfach bei 18 cm anlegen und falzen. Und jetzt nehme ich mir die kurze Seite und lege mir die wieder bei 9 cm an. Also hier bei 9 cm. Und nehme mir einfach einen Bleistift. Wo ist er? Hier. Und mache mir hier oben eine ganz kleine Markierung in der Mitte, also bei 9 cm. Und hier unten, oh, komme ich noch ins Bild, auch einfach nur so einen kleinen Punkt, dass ich weiß, ihr seht ihr den, hier ist meine Markierung, also die Mitte von meinem Papier. Und dann lege ich mir das Ganze so ein, dass ich den Punkt in der Rille habe und hier oben meine Falzüberkreuzung. Ich muss mir das selber mal gut anlegen. Jetzt ist quasi hier der Punkt und hier die Falzlinie und dann kann ich mir das einfach mit einem Papierschneider super abschneiden und habe hier diese Ecke abgetrennt. Genau das gleiche mache ich auch nach unten, dass ich halt dieses Dreieck da habe. Lege ich mir wieder meine Falzlinie genau auf und diesen Punkt hier oben und schneide mir das Ganze dann so zu. Und was ich jetzt an dieser Seite noch mache, ich kürze mir das noch ein ganz kleines bisschen so, ja, mein Gott, 1 Millimeter, 2 Millimeter, so wirklich ganz, ganz wenig. Dann habe ich hier keine ganz perfekte Spitze mehr. Man hätte es auch vorher machen können, da hätte man auch eine Spitze. Aber dann ist dieses Element, wo innen drin ist und dann falzt mir da nichts um nachher. Auf der anderen Seite mache ich es genauso, nur dass ich die Spitze nicht wegnehme. Die braucht man da. Also wieder die Markierung vom Bleistift und die Falzlinie anlegen. Und in die andere Richtung genauso schneiden. Und da habe ich, wie gesagt, lasse ich mir die Spitze einfach stehen. Und jetzt kommt quasi der Unterschied. Also wenn ihr jetzt diese große Karte machen wollt, seid ihr schon fertig. Dann müsst ihr nämlich einfach nur das Papier hier falzen. Diese abgeschnittene Kante lege ich nach innen. Da ist nämlich dann eben diese Falz, deswegen steht es da ein bisschen an. So, habt ihr schon die Kartenform fertig. Man dann eben so rumdrehen, dann ist der Verschluss auf dieser Seite. Und wenn ihr jetzt noch weitermachen wollt, zu diesen, mit diesen vielen Taschen und Tags oder Tag-Taschenbereichen, diese Karte, dann machen wir jetzt noch einen kleinen Schritt. Und zwar lege ich mir jetzt nochmal die kurze Seite an. Und zwar bei 12 cm. Ich habe jetzt hier noch das alte Schneidebrett, mein neues ist immer noch oben irgendwo. Da kann ich mir das hier super an diese Zentimeter orientieren. 12 cm. Und falzen, Achtung, nicht schneiden, sondern falzen hier einfach noch einmal bei 12 cm. Wenn ihr euch da jetzt mit dem neuen Schneidebrett, da hat man ja keine Zentimeterlinien, könntet ihr das auch einklappen und könnt es bei 12 cm hinlegen. Oder was am sinnvollsten wäre in dem Fall, weil das ist ein bisschen schwierig, dann noch zwei Papiere durchzufalzen, bevor ihr euch diese Ecken wegschneidet, dass ihr da schon mal eine Falz bei 12 cm zieht. So würde ich es machen. Das ist am einfachsten, außer ihr habt jetzt auch das alte Brett oder hier eben eine Zentimeterangabe, dann kann man das auch super danach machen. Genau, und das ist quasi schon der ganze Trick von dieser Karte. Genau, und jetzt würde ich es einfach so machen, dass ich ein bisschen stempel. Und zwar nehme ich mir da auch meine anderen ganzen Elemente dazu.
Ich habe zweimal eben dieses Seidenglanz in 10,5 mal 8,5, einmal 8,5 mal 8 und einmal 6,5 mal 6 cm. Und jetzt muss ich nur selber mal kurz gucken, in welche Richtung, weil es so, genau. Also das wird so bestempelt, dass das 6,5 cm Breite quasi so reingesteckt wird. Also hier liegen die 6,5 cm und das sind 6 cm, dass wir wissen, wie wir das bestempeln. Und bei dem anderen messe ich es auch noch mal ganz kurz aus zur Sicherheit, weil es eben so enge Maße sind, dass man es nicht genau erkennen kann. Ich hole es mal kurz raus. Da würde ich immer nachmessen. Also da liegt jetzt die 8,5 Seite nach oben, genau so. Also hier sind 8,5 cm und hier sind die 8 cm. Ja, genau. So stemple ich mir das Ganze jetzt. Brauche ich noch ein Schmierpapier drunter. Ich fange jetzt mit den beiden Einschubtaschen an, das ist am einfachsten. Als Stempelset benutze ich jetzt nochmal die romantischen Ranunkeln und vielleicht noch aus dem Kunstvoll koloriert das Beste Wünsche. Das fand ich da sehr schön. Die Bestellnummern sind diese hier, Kunstvoll koloriert und romantische Ranunkeln. Aus dem Set benutze ich eigentlich fast alles. Also ich nehme einmal diesen Zweig, die Ranunkel natürlich, den Stempel und diese schöne Schrift im Hintergrund. Finde ich passt da perfekt. Und als Stempelfarbe nehme ich jetzt Wildleder und Savanne. Irgendwie spiegelt das heute so, oder ist das immer so? Ich starte jetzt mal mit Savanne und mit der großen Ranunkel als erstes. Die setze ich mir jetzt einmal auf das größere Element, so schön an die Seite. Hätte noch ein bisschen weiter nach unten gekönnt, dass man den Stiel da nicht, aber ist egal, kann man auch so lassen. Und das kleinere habe ich einfach mit dem kleinen Zweig bestempelt, auch in Savanne, mit diesem hier. Das mache ich jetzt mal so, hier so ein bisschen. Ja, dass da einfach nur ein bisschen was drauf ist. Und dann haben wir ja noch diese beiden großen Elemente und da habe ich einmal auch die Ranunkel. So ein bisschen schräg drauf gemacht. Und auch nach unten. Aber das könnt ihr auch total frei machen, wie es euch eben gefällt. Also da, wie viel Platz man braucht oder so. Das nur für dich habe ich auf die Rückseite gemacht. Hier habe ich das Beste Wünsche. Das hole ich mir noch schnell raus. Das ist noch hier drin. Beste Wünsche. Ups. Ah, da sind so Punkte drin. Ha. Das wäre auch ein gutes... Ich habe vorher so Punkte gesucht für den Sonnenhut, den könnte man da noch drauf stempeln. Das wäre vielleicht ganz cool. Das mache ich, glaube ich, jetzt auch ganz spontan schnell mit. Ich hoffe, das ist okay. Aber dann seht ihr auch gleich, ob das wirklich gut ausschaut oder ob man sich das nur so vorstellen kann. Also ich nehme jetzt erst noch Wildleder und stempel meine beste Wünsche hier mitten drauf. Wobei ich das vielleicht erst ganz zum Schluss mache. Das hebe ich mir jetzt kurz auf, weil das mache ich ganz zum Schluss, wenn ich wirklich dann die Mitte habe. Machen wir noch die Rückseite. Wie habe ich die denn gestaltet? Ah ja, genau. Da habe ich mir diesen Schriftstempel genommen. Den nehme ich in dunkel und den Blumenstempel nochmal in heller. Also in Savanne den Blumenstempel so von in die untere Seite. Und den Schriftstempel, den habe ich hier so ein bisschen reinlaufen lassen. Und da oben habe ich den eigentlich in Savanne auch gestempelt. Und habe dann einfach das nur für dich aus den Ranunkeln. Ja, das habe ich eigentlich schon ziemlich mittig gemacht, so oben drüber. Naja. Ja, den hätte man ein bisschen mehr auf die Seite setzen können. Das ging noch ein bisschen schöner, finde ich. Und jetzt wollte ich noch kurz ausprobieren, also wie das mit dem Punkt ist. Ob das gut ausschaut, wenn ich die in, ich mache es mal nur zärtlich in Savanne. Boah, die kann man da durchaus drüber stempeln. Da hat mir nicht noch irgendwie was gefehlt. Kann man machen, muss man nicht. Könnt ihr entscheiden, was euch gefällt. Aber ihr habt jetzt mal gesehen, wie das ausschaut. Okay, und dann habe ich noch die Grundkarte und die stemple ich auch komplett. Also da nehme ich wieder alles, was ich habe.
meine Ranunkel. Und zwar auch in alle Richtungen. Wenn ihr jetzt nur einen Stempel habt, wo ihr nur ein Muster habt, zum Beispiel auf meiner ersten Karte, seht ihr das? Da ist ja dieses Muster von diesem Set. Dann braucht ihr euch da keine Gedanken machen, ob hoch oder andersrum. Wenn ihr aber natürlich einen Verlauf habt, wo es in beide Richtungen geht, dann ist es natürlich auch gut, wenn ihr das auch in beide Richtungen irgendwie stempelt. Also dass es halt einfach nicht dann nachher alles auf dem Kopf steht. Vielleicht zeige ich euch das nachher auch nochmal, was ich genau meine. Genau. Also so ein bisschen die Blüten. Dann nehme ich auch diesen Poststempel, den finde ich total super. Fülle noch ein bisschen auf. Vielleicht vorher nochmal die Schriftart auch. Wie gesagt, immer ein bisschen drehen. Dann kann man den Poststempel immer noch so ein bisschen füllend da drauflegen. Und immer nicht zu viel. Ich glaube, so reicht schon. Was ihr das auch so ein bisschen seht. Ihr seht es natürlich jetzt ein bisschen schlecht mit dem roten Grün, aber. Und auf der Rückseite mache ich es genauso. Da stempel ich auch völlig wild drauf los. Auch über die Mitte gehend, obwohl da nachher ja was drüber geklebt wird. Und meistens mache ich es da auch immer so, dass ich mit dem größten Stempel anfange. Also ich finde, es ist immer noch ein bisschen leichter, wenn man mit dem größten anfängt und dann einfach mit den kleineren Stempeln so diese Lücken noch ein bisschen füllt. Dann da eignet sich eben dieser Poststempel total gut. Und ich habe gemerkt, bei dem Lodengrünen Papier, das muss ein bisschen trocknen. Also da, das lege ich mir jetzt auf die Seite. Gerade das Wildleder ist bei mir noch sehr voll. Das muss jetzt einfach noch ein bisschen trocknen. Da jetzt erstmal noch nicht reintatschen. Das brauche ich dann noch für meine beste Wünsche. Okay. Dann können wir derweil eigentlich, naja, wir müssten schon. Also was ihr natürlich jetzt noch machen müsstet, wäre, dass ihr euch die Ranunkel, wenn ihr mit der Ranunkel arbeitet, zweimal aufstempelt und die auskolloriert. Ich habe das jetzt aufgestempelt mit Wildleder und habe das Ganze dann mit den Aquarellstiften koloriert. Und da habe ich einfach genommen, was ich gefunden habe, so Gelb, Orangetöne und das, ich glaube, Olivgrün ist das. Ja, Olivgrün als grünen Punkt. Die rote Ranunkel habe ich mit den Rottönen gemacht. Also das könnt ihr einfach schön ausmalen und dann könnt ihr, wenn ihr wollt und das noch so ein bisschen vermischen wollt, einfach so einen Mischstift nehmen und den dann einfach nur so ein bisschen drüber gehen. Dann leuchten die Farben, finde ich, immer noch ein bisschen kräftiger. Und den, wenn ihr das gemacht habt, dann könnt ihr den auch einfach irgendwo auf dem Papier ausstreichen. Kann ich jetzt auch hier machen. So lange, bis da keine Farbe mehr rauskommt. Und dann könnt ihr einfach in den nächsten Ton gehen, zum Beispiel jetzt ins Grün und das auch noch vermischen. Also ich habe da eben zwei verschiedene Grüntöne benutzt, zwei verschiedene Gelb-Orangetöne und dann kriegt ihr da wirklich was Schönes hin. Jetzt muss ich das nur noch fertig ausstreichen und dann würde ich mir das ausstanzen und dann müsste es getrocknet sein und wir können dann ans Zusammenbauen gehen langsam. Und da mache ich es jetzt so, nehme ich mir einfach diese Form von der Ranunkel, lege mir das drüber und stanze mir das ja eigentlich zweimal aus. Einmal habe ich schon und einmal rolle ich mir das noch kurz durch die Stanzmaschine. Ich glaube, ich mache das jetzt kurz außerhalb vom Bild, weil ich jetzt gerade zu wenig Platz habe auf meinem Basteltisch. Also an der Seite ist meine Stanzmaschine, aber das ist natürlich auch blöd, ihr wollt es ja sehen. Wenn man das nämlich zum Beispiel noch nicht kennt, dann ist das schon immer was Tolles mit der Stanzmaschine. Okay, ich glaube, es geht. Genau, also hier nur ein bisschen darauf achten, dass es schön aufliegt. Und dann einfach einmal durchkurbeln. Genau, und wenn ihr jetzt noch zum Beispiel so ein paar Elemente dazufügen wolltet, wenn euch das jetzt zu wenig Deko wäre, könntet ihr die auch gleich mit ausstanzen. Das sind ja in diesen Sets wirklich tolle Sachen drin. Und ich habe jetzt wirklich bewusst immer nur dieses Ranunkel-Set oder eben dieses andere mit dem Sonnenhut benutzt. Ja, und vielleicht sollte ich euch auch noch die Stanzformen zeigen von den Ranunkeln.
Die haben diese Bestellnummer und heißen Ranunkel. Ganz einfach. Und da habt ihr eben auch so einen schönen Zweig dabei. Also den kann man da super verwenden. Genau. Und jetzt glaube ich, ist es getrocknet. Dann können wir die Grundkarte falten. Ein bisschen nass ist es noch, oder? Hier schaut schon ganz gut aus. Okay, und da mache ich es jetzt einfach so, also es liegt jetzt so vor mir. Diese beiden Ecken könntet ihr euch schon mal einknicken einmal, damit ihr wisst, wie das jetzt zusammengefalzt wird. Denn dieser untere Bereich an dieser unteren Falz, der wird einfach nach hinten gefalzt. Und da schnappe ich mir jetzt den Papierfalter und falze das nochmal schön nach. Da muss man jetzt ein bisschen genauer falzen. Und zwar, wenn ich diese jetzt so einklappe, dann seht ihr, das Papier ist noch ein bisschen störrisch. Da möchte ich gucken, dass es hier unten schön aufeinander liegt. Und deswegen, bevor ich es mir wirklich komplett glatt streiche, hebe ich mir das gut fest, dass das hier so aufeinander liegt, möglichst gut. Und dann streiche ich mir das noch ein bisschen mit Kraft in die richtige Richtung. Genau, dass man hier einfach so schöne Einschublaschen hat. Und auf der anderen Seite mache ich es auch so, da klappe ich mir das auch rüber. Das muss nicht absolut total perfekt sein, aber es ist schöner, wenn das einfach schön aufliegt und wenn man es dann erst so richtig glatt streicht. Genau. Genau, das wirklich ein bisschen mit Kraft machen. Und dann hat man hier so eine richtig schöne Tasche, finde ich. Sieht doch irgendwie total elegant aus mit diesen, wie so ein Fischgrätenmuster, finde ich. Das macht sich total gut. Genau, und jetzt können wir das Ganze nochmal kurz aufmachen und kleben schon mal das erste Element hier rein. Und zwar ist das dieses hier. Das könnte man theoretisch auch noch ein bisschen höher machen, wenn man möchte, aber ich fand das jetzt mit diesem Rahmen ganz schön. Da schnappe ich mir einfach den Flüssigkleber und klebe mir das jetzt schon mal hier rein. Schön mittig. Also wie gesagt, nach oben und unten ist hier ein bisschen größerer Rand wie zur Seite. Fand ich ganz schick. Wenn ich es mir jetzt zuklappe, kann ich hier oben noch mein beste Wünsche reinstempeln. Das mache ich jetzt noch. Dann ist die Stempelarbeit wirklich fertig. Also auch mit Wildleder. Oh Gott, hoffentlich ist es gerade. Ja, kann man lassen. Genau, und habe dann jetzt hier wirklich meinen Spruch, den ich von außen auch ganz gut lesen kann. Genau, und jetzt kommen diese kleinen Einschubtaschen. Also dieses zweite nur für dich. Das können wir jetzt eigentlich auch gleich nach hinten einbauen. Das könnt ihr hinten hin. Das ist dann auch gleich versteckt. Und diese zwei Einschublaschen, die müssen wir uns noch ein bisschen zuschneiden. Also wir haben hier einmal diese kleinere und hier einmal diese etwas größere. Und da habe ich es so gemacht, ich habe die einfach hier reingesteckt, so wie ich es haben möchte. Also hier mit so ein bisschen am Rand an der Seite. Habe mir das Papier umgedreht und habe mir einfach jetzt hier mal so einen Strich hingemacht. Und hier unten auch. Seht ihr das? Und auf der anderen Seite genauso, ich habe das hier reingesteckt. Und drehe es mir nochmal um und mache mir hier unten, hier oben einen Strich hin und hier unten diese kleine Markierung. Vielleicht halte ich euch das mal hier hin, dass ihr das jetzt seht. Also ich habe mir das einfach so abgezeichnet. Und dann nehme ich es mir nochmal raus, hole mir meinen Papierschneider nochmal schnell zur Hilfe und schneide mir diese Ecken ein bisschen, also ich lege mir das gerade hier rein, meine Markierung, mein Strich, wozu mache ich mal näher hin, genau in die Rille und schiebe es dann noch ein bisschen weiter nach da drüben, also ein bisschen weiter nach rechts, so vielleicht 2 mm und schräg mir das dann hier so ab. Seht ihr das? Und das gleiche mache ich unten eben auch. Erst die komplette gerade Linie rein und dann ein bisschen zur Seite schieben. Und das mache ich bei dem anderen auch. Immer erst schön gerade reinlegen und dann ein bisschen rüberschieben. Und bei der großen genauso, bei der großen Markierung. Und genau so kriegt ihr dann super diese Laschen hin. Dass das hier halt auch nochmal so ein bisschen Rand richtig schön und edel aussieht, finde ich. Genau, und hier vorne eben auch. Kann man auch gerne noch ein bisschen mehr vielleicht wegschneiden. Aber ich fand es jetzt so eigentlich ganz schick.
Sieht doch cool aus. Wer jetzt sagt, das ist mir fast zu wenig Deko, der könnte ja auch noch so kleine Bänder hinmachen zum Tag rausziehen, aber ich fand, das war jetzt schon ganz gut so. Und jetzt kommen wir zum Verschluss. Da habe ich so gemacht, ich schnappe mir da einfach, aber ich muss kurz meinen Stempel noch zumachen, bevor ich da reingreife, eine ganz kleine Lochstanze und mache mir hier an diese Spitze einfach so mittig, einigermaßen mittig, ein kleines Löchlein rein. Und jetzt nehme ich mir diese, wie heißen denn die? Runde und viereckige Spreizklammern, die haben diese Bestellnummer. Die sind bei diesen Drehscheiben. Dann wisst ihr die Drehscheibenkarte. Da habt ihr jetzt verschiedene Elemente drin. Also ihr habt einmal so eckige, weiße und schwarze. Ich fand jetzt schwarz unglaublich cool. Und ihr habt die großen eckigen und ihr habt kleine runde. Wo ist denn eins hier? Jetzt ist es wieder weg da. Könnt ihr aussuchen, was euch besser gefällt. Auf der großen Karte habe ich die große genommen, auf der kleinen die kleinen. Ich würde jetzt aber hier mal gucken, wie es mit einer großen ausschaut. Macht sich auch sehr gut. Also das finde ich total cool als Verschluss. Kann man dann hinten so aufspreizen. Ich weiß, man sieht dann das Innen, wenn man es aufklappt. Aber ist es euch aufgefallen, als ich die Karte aufgemacht habe? Vielleicht. Dem geschulten Auge. Also das könnte man theoretisch auch noch wegzwicken, wenn es da so ein bisschen drüber steht. Ich schiebe das ein bisschen dann, weil ich das gerne nicht gerade hätte, sondern so in dieser selben Linie, wie die Karte eigentlich ist. So in dieser Form. Genau, wie gesagt, rund könnt ihr auch nehmen, habe ich auch gemacht. Und jetzt würde ich das mir einfach mit einem Band verschließen. Dann nehme ich mir einfach eine Kordel. Wo ist meine Kordel? Das brauche ich ja für das andere. Ein Leinfaden. Da habe ich auch die Bestellnummer gerade, da sehe ich. Sehr gut. Irgendwo da ist sie versteckt. Diese Nummer. Gut versteckt. Und ich schneide mir den ungefähr so Pi mal Daumen. Ich weiß gar nicht, wie lang das ist. Also ich, schon eher länger lasse ich den. Nehme ich jetzt mal ein bisschen raus. Und ihr könnt es auch so machen, dass ihr ihn zuerst um eure Karte rumwickelt. Und danach erst abschneidet oder ja, macht das so nach Augenmaß, wie ich jetzt hier. Lass mir hier noch so ein bisschen was stehen und wickel mir den dann einfach da ein paar Mal außen rum. Rück nach oben, nach unten und verschließt den da. Also total unspektakulär oder total, jetzt nicht total fein oder mit Schleifchen. Kann man natürlich machen, aber ja, so. Ich würde es nachher auch ein bisschen besser anpassen von der Länge. Aber so, dass ihr wisst, was ich meine. Und jetzt kommen wir eigentlich schon zur Deko. Und das ist ganz einfach gemacht, dass ich nur diese Ranunkeln da aufsetze. Wie gesagt, wenn euch das ein bisschen zu wenig Deko ist, dann könnt ihr euch auch so diese ganzen Zweige und so ausstanzen. Aber irgendwie, ja, das gefällt mir jetzt ganz gut, aber es muss irgendwie einfach passen. Und das mache ich tatsächlich unter das Band. Vielleicht hätte ich das erst nachher wickeln sollen. Aber so haben wir es schon mal getestet, ob es von der Länge passt. Also das mache ich jetzt so, dass ich mir das einmal so auflege, wie ich es gerne hätte. Den Zweig, ich glaube, den mache ich diesmal sogar tatsächlich drunter. Oder soll ich das nicht machen? Ich glaube, ich nehme euch nochmal näher ran und sagt ihr mir, wie es besser ist. Ja, ich glaube, ich nehme den heute mal mit rein. Also den kürze ich mir jetzt. Wer ganz schlau ist, stanzt sich das Ganze schon auf der Klebefolie aus. Und jeder andere muss es so machen wie ich. Dass man das jetzt mit Flüssigkleber ganz wenig Kleber schon mal in den Hintergrund klebt. Als kleinen Tipp, da mache ich es immer so, ich lege mir die Blume hier auf, guck genau, wie ich es mir hinkleben möchte, also so, und guck dann, was ich nicht mit Kleber beklebe. Also ich halte mir das jetzt hier so fest, dass ich weiß, okay, den Stiel hier unten brauche ich nicht mit Kleber befüllen und hier oben geht es nur bis zu diesem Rand. Und dann weiß ich auf der Rückseite, was alles mit Kleber voll sein darf, dass ich dann nicht irgendwo Kleber habe, wo es gar nicht hin soll. Und lieber macht man ein bisschen weniger, wenn man sich nicht mehr ganz sicher war. Genau, also ich möchte jetzt hier
eigentlich die ganze Blüte drauf haben. So, und klebe mir die jetzt eben auch noch mit Flüssigkleber so drüber. Und dann mache ich mir die Karte einfach auf und schneide mir hier diesen Überstand von der Blüte weg. Also da ist jetzt noch ein bisschen Kleber drauf, aber das macht nichts. Das kann man ganz gut dann abnehmen, seht ihr. Und dann hat man hier schon mal die erste Verzierung. Und auf der Rückseite kann man es auch gleich so machen. Dann nehme ich mir noch die zweite Ranunkel, die kommt eben hier so hin. Und die kommt eigentlich schon sehr, die mache ich unten auf jeden Fall komplett drauf und oben eben nur bis hier. Wieder mit ganz wenig Flüssigkleber, dass es nicht so an der Seite rausbarzelt. Genau. Hat aber gut funktioniert. Und dann habe ich jetzt eigentlich schon meine komplette Deko. Also man sieht natürlich dann nur diese eine. Okay, also nochmal einmal zuklappen. Alle Elemente reinbauen. Ich finde es so schön. Das macht sich richtig gut, auch mit der gelben Farbe. Eigentlich sollte man die ganzen Elemente erst zum Schluss einbauen und nicht schon die ganze Zeit. Oh, das ist schön. Also man könnte hier zum Beispiel, wenn man dieses zweite Tag-Element gar nicht braucht, dann könnte man auch einen Geldschein da rein falten zum Beispiel. Aber so sieht er schon sehr schick aus, oder? Mach's nochmal auf. Ich finde dies wunderschön. Und ich finde dieses Lodengrün auch so toll. Genau, und jetzt mache ich es nur einfach noch einmal zu, dass ihr das seht. Also ich lasse jetzt hier ein bisschen einen anderen Abstand als vorher, weil habe ich es quasi ausgemessen. Und wickel das hier einfach noch ein paar Mal rum. Und verschließe es einfach nur, indem ich das hier unter diese Klammer setze. Genau, wer will, kann ein Schleifchen hinmachen. Ich lasse es so, ich finde es irgendwie cool als Verschluss und habe hier jetzt schon mal eine richtig tolle Karte. Andere Farbe. Oh, halt, stopp. Was ganz wichtig und nicht fehlen darf, sind jetzt natürlich noch Glitzersteine. Und ich habe mich jetzt mal für die Steine in matter Optik entschieden, weil die finde ich ja mega genial. Also die finde ich echt cool. Deshalb die haben diese Bestellnummer. Und jetzt ist natürlich schwierig, wie entscheiden wir uns. Ich habe nämlich bei dieser Karte gedacht, da wären die schwarzen Steine auch perfekt gewesen, weil der Verschluss ist ja auch schwarz, da täten schwarze Steine sehr gut passen. Und habe dann bei der großen Karte schwarze Steine benutzt. Finde ich super gut. Würde ich hier jetzt auch gut finden, aber hier könnten natürlich auch vielleicht die hellen Steine gut ausschauen. Ich muss jetzt mal gucken. Weil die Karte ja an sich schon relativ dunkel ist. Legen wir mal einen Vergleich. Oh, die schwarzen sind cool. Ich nehme die schwarzen. Also was euch besser gefällt. Aber ich finde, das ist jetzt echt. Also ich finde, schwarze Steine da machen sich richtig gut. Hier so eine Dreierkombination hin. Und dann hier unten noch ein bisschen. Braucht man überhaupt noch eine? Nee. Ich glaube, so reicht's. Also vier Steinchen und dann hat man den schwarzen Verschluss ja noch, also das passt. Und dann hat man hier auch eine richtig coole Karte. Auf die Rückseite können wir auch noch zwei Steinchen hinmachen. So. Weil da muss man halt ein kleines bisschen aufpassen mit dem Verschluss von dem Band, aber eigentlich geht das ganz gut. So. Und hat jetzt hier eben noch eine coole Verzierung. Jetzt muss ich hier nochmal Platz machen. Also ich finde tatsächlich die gelbe Ranunkel fast sogar noch ein bisschen cooler als die rote. Oder was meint ihr? Die hat schon nochmal, wertet das nochmal farblich, finde ich, ganz gut auf. Das sind beide wieder schön. Ich habe hier die Ranunkel in Espresso gestempelt und hier in Savanne. Ich würde sie in Espresso stempeln, weil dann sind die Feinheiten einfach schöner. Dann sieht man die Konturen besser. Das kann ich euch auf jeden Fall als Tipp empfehlen. Genau, also die müsste ich jetzt einfach nur noch mal zumachen, aber fürs Bild lege ich euch die drei jetzt mal noch mal rein. Sehr witzig. Sehr coole Karte. Und wie gesagt, die noch einfachere und noch schnellere, aber auch besondere Kartenform habt ihr hier in der Mitte liegen, die quasi genauso funktioniert wie das hier. Und ja, ich habe tatsächlich noch mal eine Idee damit und ich weiß nicht, ob ich es umsetzen kann, aber wenn, dann zeige ich euch das in einem der nächsten Videos, weil ich habe noch eine gute Idee damit. Überraschung. Man muss ja auch ein bisschen Spannung aufbauen, oder? Das in den Spannungsbogen spannen.
So, ich habe jetzt hier mal alle versucht reinzulegen. Ich wünsche euch jetzt ganz, ganz viel Spaß beim Nachbasteln. Ich finde das echt cool. Ich liebe diese beiden Stempelsets. Ich habe mich auch gar nicht entscheiden können, was ich schöner finde. Der Sonnenhut oder die Ranunkel sind natürlich beide tolle Pflanzen. Und auch ein bisschen vintage angehaucht natürlich, aber das gefällt mir halt gerade einfach gut. Könnt ihr natürlich auch ganz anders machen und euch da austoben. Ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Spaß beim Nachbasteln. Wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir einen Daumen hoch gebt. Und wenn es euch richtig gut gefallen hat und ihr gerne mehr von meinen Videos sehen wollt, dann abonniert gerne den Kanal, drückt dabei auf diese Glocke und dann werdet ihr immer kostenlos informiert, wenn ich ein neues Video hochlade. Kreativiert was Neues, bis zum nächsten Mal und ich freue mich auf euch. Tschüss!